6 Minuten. Okay, und wir haben Mahi. Was ist mit Naomi 20 Uhr Salmon Run? Wie sieht's da aus? Also ich werde wahrscheinlich, also ich habe, ja, je nachdem wie es mit der Season aussieht, was da neue Batches kommt, werde ich wahrscheinlich in der nächsten Season eh vermehrt echt rankommen. Montags dann reinhauen. Wahrscheinlich eher dann, um halt Richtung X-Rang mal zu kommen. Und sonntags dann wäre so Salmon Run. Ach, da ist ein Schild. So, du kommst hier nicht rein. Als ob, ey. Ah, jetzt geht das runter. Ja, generell, ich glaube, es ist draußen relativ laut, ne? Ich habe auch schon überlegt, ob man vielleicht, weiß nicht, wenn ich schon mit Zufallswaffen eher in den Rangkampf zu gehen. Aber ich weiß nicht, wie gut das ist mit sowas wie Sniper zum Beispiel, mit der Waffe jetzt. Ah. Daher wäre demnächst echt mal Überlegung, dass ich vielleicht ab der nächsten Season in Splatoon ja ein bisschen umstrukturiere, mehr auf Rangkampf und weniger auf Revierkampf. Also mehr auf Rangkampf und Salmon Run. Die Gerte kenne ich ja noch gar nicht so. Also mir ist Voice, glaube ich, ganz gut, wenn die Gerte da wäre für Salmon Run. Aber ich meine, mir geht es ehrlich gesagt auch hauptsächlich darum, dass wir so als Team auch so ein bisschen und das einspielen. Also deswegen mag ich auch dann beste Leute dabei haben, wo ich weiß, okay, die sind wahrscheinlich öfters da. Natürlich. Uff.
Oh, jetzt hab mich so nicht. Oh, ich. Ey, Sniper wird echt nie meine Waffe, ey. Leider, leider nicht. Ne. Sniper wird nicht meine Waffe. Und hey, Panda Girl, was geht? Kein Bock zum Training, oha, 7 Run, 20 Uhr. 20 Uhr wahrscheinlich. Da hast du noch Training. Und schon wieder Mahi Mahi. Juhu. Map ist so gut. Ich weiß gar nicht, was die andere Map ist. Weiß es auch nicht. Okay. Oh, natürlich komme ich nicht weg, da ist. Ach, sehr gut. Ach so, du bist hier. Ja, ich hatte einen spannenden Kampf mit Naomi. Oh, habe ich mich da etwa eingemischt? Ja, hast du. Also schade für dich. Oh shit. Schieß einfach red. Oh shit. Oh Mann, ey, als ob ich dahinter. Oh, okay. Okay, Splatoon. Ich krieg gerade zwar einen Hitmarker, aber ich bin tot. Warte, 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 warte. Ich weiß nicht. Nee, wie viel Betrug will mir das Spiel heute anhängen? Als ob ich so lange tot bin. Und hey, Skyler, was geht? Hallo Skyler. Oh Mann, ich bin einfach nicht gut mit der Sniper, ey. Aber wenn es wenigstens so eine Sniper wäre, mit der ich direkt töten kann, ey.
wenn ich mal treffe, ey, dann wird's schwer. Da freue ich mich umso mehr, dass ich mir das zugelost habe. Wieso habe ich so richtig Spaß, gegen eine Hydra zu spielen? Oh, daher kannte ich das Zeichen von Ligierte. Ich wusste, dieses Zeichen habe ich schon mal irgendwo gesehen, ey. Oh, da wollte jemand mit einem Ninja rüberkommen, ey. Der Luna Blaster. Wir haben sogar zwei Sniper im Team, ey, oder? Das ist wieso sterbe ich eigentlich, wenn ich auf diesen Erhöhungen stehe und andere nicht? Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist Timekeeper. Du kannst das. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Oh, der Blaster ist da noch. Oh, Mann. Wo ist der Blaster? Der ist der Basis bei uns. Nicht mehr da. Ah, das hat nicht geholfen. Ja, Fini, ich darf auch mal meckern. Nein, Manny darf nicht meckern. Ich beschwere mich zwar bei Manny, aber... Wenn man kein Stealth-Jump hat. Ja. Das ist fast das größte Problem. Und wenn er Waffen spielt. Die er nicht kann. So, Noemi Panda, zieht mich mal bitte einmal durch hier. Ich habe. Ich glaube aktuell einfach echt nur einfach supporten, ey. Das Einzige, was ich glaube ich drauf habe. Weißt du, was das Gute ist? Heute kann ich mal mit Torpedos werfen. Ach, du weißt das, Manny. Ich bin an der Kante hängen geblieben. Hab ich gesehen. Sonst wärst du wahrscheinlich tot gewesen. Ach Quatsch, ich hab dich auf mich zukommen sehen. Ich hab mir für Kante... Ja. Der Kante gebaut. Ah, oh, ist die noch Sniper.
Außerdem habe ich Leute, die auf mich aufpassen, siehst du? Guck mal, ich darf einfach nicht alleine losgehen. Und dann gebe ich. Ich hab mich verdächt. Denk immer, du wärst Lausi, weil Lausi auch immer so aussieht. Ist total irritierend, ey. Gestern sah ich aus wie Fini. Echt mal, du. Oh, nee. Drittes Mal kriegst du mich nicht so. Wenn ich einfach. Ah, okay, Panda hat schon. Ja, gut, Panda. Ja. Panda hat mich mit einer Robobombe aufgespürt. Ja, dafür sind Robobomben praktisch. Ja. Ah ja, ich bin dann heute Abend bei Thelm Run wieder nicht mit dabei. Du sollst ja auch erstmal ein bisschen bei Selina üben. Damit ich mir Annie. Ich merk's mir gerade. Okay, Panda, Noemi. Selbes Spiel wie gerade, einfach durchziehen. Will die Waffe weg. Ich mag du das nicht. Ich könnte dagegen werfen, ne? Und wenn ich sehe, ist es da hinten mit einem Delfin. Macht ihr keinen Sniper? Das müsste Manny sein, ne? Ja. Nee. Aber du hast doch Delfin. Achso, nee, doch. Ah, vielleicht die Airbrush, stimmt. Die könnte auch. Wieso lasse ich mich bieten von dem T-Tech? Ich habe echt das Gefühl, ich werde hier einfach durchgezogen. Ich habe das Gefühl, ich mache einfach nichts. Ja, ich habe dich noch kein einziges Mal gesehen, Matti. Ich bin ein bisschen provoziert. Ist überhaupt ein Game? Nee, ich gucke eigentlich auch nur zu. Und gebe zwischendurch meinen Teammates ein paar Erfrischungsdrinks. Ah, eine Lämpchen ist doof, ne? Ich geh mal woanders hin. Hm. Oh, die Hydra ist weggucken. Ja, Lausi tatsächlich. Lausi wollte hier rein.
Nein, Panda, lass mich nicht allein. Ich habe ja nichts dagegen, wenn man laggt, aber die laggt. Hier kriegt ihr noch schnell einen Energy. Ah fuck, ich fährt einfach ein. Was soll's? Meine Frage, lege ich bei den anderen auch oder legt Panda nur bei mir? Also ich weiß es nicht, ich hab dich ja nicht gesehen. Manny, was sind CDs? Custom Dualis Quetschers. Ach so, CD, ach so, das ist nicht Plural von CD, sondern CDS. So, ah, okay, verstehe, okay, ja, na gut. Wie du C-Junior sagst, Custom Junior oder Custom Junior. Und das habe ich, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Ich habe heute erst gesehen, welche die nur den Nuselnors bekommen. Und, oh, was war die andere Waffe? Blaster. Die Blaster. Was bekommen also, die? Ich glaube, Nuselnos bekommt ein Schild, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die Blaster bekommen. Oh, was war das nochmal? Lass mich nie lügen, ne? Müsste ich nochmal auf Twitter kommen. Auf Insta hat Nintendo bestimmt auch schon gepostet. Ja, ja, genau, also ich... Achso, ne, Nintendo, ne, das weiß ich nicht. Folgt, glaube ich, Splatoon, Dingsy. Aber gut, ne, kommt ja auch in ein paar Tagen raus, also eigentlich ist ja auch egal. Ein bisschen auf Abstand. Ich glaube, die Mates machen das echt da vorne alleine, ey. Aber wir haben, oh lol, wir haben natürlich zwei Sniper-Rider im Team. Ja gut, ich kann ja froh sein, dass das Match überhaupt losgegangen ist, lol. Lol, ich glaube, der ist einfach nur gestorben, weil er einen Hit von meinem Sprengler bekam. Weil er da drunter hergeschwommen ist, bekam einen Hit von meinem Sprengler und damit konnte ich ihn one-shotten. Oh, ist auch unangenehm. Wipeout. Wipeout. Bekommen wir eine neue Sekundärwaffe? Hm. Oder hat es schon? Und hey, Daniel, ach, was geht? Was sollen anscheinend Beacon bekommen? Missiles, was? Auf Missiles? Anda, schreib mal vor, sie soll aus der Lobby. So, wer muss mich denn jetzt hier durchcarryen? Panda, Manny und Lausi, okay.
nein, 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 nein. Schön, Lausi. Wir haben da so ein Ding. Achso, keiner hier kommt hier hoch. Ich hab mal da die Fläche ein. Regeln das schon. Ihr macht das schon. Ja, Panda regelt. Aber auch wenn Panda gerade in meinem Team ist, ich muss sagen, ich habe keine Lust gegen Main Sniper zu spielen. Weiß Panda auch, sage ich einmal. Ansonsten mache ich eine neue Lobby auf. Warum dass ich eigentlich sowas immer wieder sagen? Sowas nervt mich eigentlich. Ich geh mal weg. Oh, sieht aber gerade gar nicht so gut aus. Nee. Oh, der Bogen hat mich. Ja. Oh, nice. Ah, natürlich bin ich tot, ne? Ah, der Wipeout am Ende war, glaube ich, hilfreich. Ja, der war sehr hilfreich. Der hat uns zurückgebracht. Muss mich, glaube ich, anders hinsetzen, irgendwie. Und sortiere meine Freundesliste aus. Es ist halt auch nicht so. Geht das ja auch. Ich meine, es ist... Ich möchte eigentlich nur ganz friedlich easy ein paar Waffen hochgrinden mit den Sternen. Mit Randoms ist halt einfach, wenn die dann, wenn mich ein Random anstrengend finde, ich weiß, der ist nächste Runde eh nicht mehr da. Aber wenn ich so, ich weiß nicht, dann macht man eine Lobby und dann fragt man so nett, hey, ne, wer das... Ich meine, ist jetzt auf allem dann auch schon nicht das erste Mal, sondern auch schon... Wenn man das erste Mal da wäre, okay. Ist ein bisschen respektlos, by the way, aber... Naja, dafür kriegst du ein Energy, bitteschön. Hi. Bist nicht du selbst, wenn du durstig bist oder so, glaube ich. Ah. Wer muss mich denn hier durchziehen? Manny und Panda. Okay, ihr macht das schon. Außerdem, ich glaube, keine Aussage, wenn jemand schreibt, man muss mich durchcarryen, wenn man da vorher noch geschrieben hat, 9-3, also das kann ich besser. Und wenn man vorher damit ein bisschen geprahlt hat. Ah, Lausi ist das. Ja, ich habe vorhin Lausi extra verschont, als ich von oben runtergesprungen bin. Musst du aber nicht. Echt mal, Lausi kriegt keine Gnade bei der Schadenfreude, die er immer hat beim Töten.
Ich spiele nebenbei öfter sogar mal hin und wieder sogar Rangkampf und nächste Season sogar ein bisschen mehr Rangkampf. Also wenn ihr Main spielen wollt, könnt ihr gerne in meinem Team kommen und dann versuche ich ein paar Open Matches zu machen. Oh, jetzt habt ihr eine Bombe liegt. Oh, bye bye. Ja. Nichts dazu beigetragen und trotzdem. Ich habe sehr viel dazu beigetragen. Du hast Legert von hinten genommen, dann gefallen und dann irgendwie Kamelaus noch in die Quere. Aber es gibt, glaube ich, oh Mann, ich wollte gerade abhauen. Aktuell glaube ich leider immer nur so zwei, also immer nur Dem, die im Rangkampf leider bisher mitgespielt haben. Aber so als Empfehlung. Also wenn ich Rangkampf spiele, könnt ihr gerne da eure Sniper nehmen. So. Ah, das sieht nicht gut aus. Uns schon. Belastend. Mehr als 5000 Ping. Ich merke schon, ist jetzt glaube ich. Wieder mal einen Ping. Ah, okay. Jetzt habe ich wieder einen Elfer. Ich hab sogar eine Zeit lang Vierer Vierer-Revierkämpfe Lobby aufgemacht. Da war auch keiner da. Da hätte man auch easy, da hätte glaube ich auch Main spielen können. Aber je nach wann man reingeht, muss ich sagen, ist es auch ein bisschen anstrengend. Matti, willst du die Frage von Panda beantworten? Was, was? Was von der lieben Sarah, warum? Ich kenne Sarah nicht. Was, warum? Warum die lieben Grüße? Wieso das Fallen nicht in die Lobby darf? Achso, das wird vor. Achso, okay, ja. Ja, ja. Ja. Fallen und Dingens. Achso, ja, weil es einfacher ist. Es ist ein bisschen. Man kommt nicht in fremde Lobbys rein. Das ist eigentlich auch so ein bisschen. Ne? Man macht ja hier so ein bisschen Community. Wir kennen die Person ja auch gar nicht so. Und dann ist so ein bisschen. Man hat auch nicht so die Kontrolle drüber. Man weiß nicht. Vielleicht vorher fragen. Sowas zum Beispiel. Ich habe kein Problem, wenn man fragt oder so. Aber wenn dann wer reinkommt. Ich mag gerne so ein bisschen. Kontrolle über meine Lobbys haben. Und wenn dann plötzlich jemand reinkommt, ungefragt, dann ist glaube ich immer so ein bisschen. Wir können mal nicht fragen, die Leute, ob sie mitspielen können. Wir gewöhnen doch. Ja, und ja, dann kennen wir halt nicht. Und wie gesagt, dann finde ich dann halt ein bisschen schwierig, vor allem weil die Erfahrungen bisher auch nicht ganz so gut sind. Dann kommen Leute rein. Also ich habe am Anfang echt kein Problem damit gehabt, aber dann kamen halt Leute rein, die dann anfangen zu squidbaggen. Und ja, halt eben ein bisschen assi drauf waren und dann kann man, na, dann sagt man den hey, sag mal der Person, die soll man damit sein lassen. Und wenn dann eine Nachricht kommt von wegen, ach, oh, kann ich nicht kontaktieren, hört nicht auf mich oder keine Ahnung. Ist halt in dem Rahmen auch nicht so cool. Also ich wüsste von Paul jetzt, dass ich die, also dass sie nicht squidback. Ja, aber ich weiß ja nicht. Also ich, man muss ja immer, es ist halt, ich vergleiche es immer so ein bisschen mit einer Party, ne? Man kommt ja nicht einfach auf eine Feier. Man weiß ja nicht, wenn ist ja, ich habe ja letztens ja schon gesagt, wenn man glaube ich vorher kurz fragt, hey, ist das in Ordnung, wenn eine Person dazu kommt, ist das ja nie ein Problem, wenn da jemand eine Hand ins Feuer legt. Aber bisher waren so die Erfahrungen von, ja, ich kenne die Person selbst nicht, habe ich mal geedet. Und dann sitze ich da auch und denke mir, toll. Na, jetzt bin ich ins Wasser gefallen. Hast du das erste Mal heute? Ja, erstes Mal heute.
Ich gehe auf der Map ständig baden. Das weiß ich. Deswegen bin ich ja auch in Div 8 gelandet. Ich kann auch nicht baden. Ja, aber natürlich habe ich gewürfelt. Ich krieg die Waffe, natürlich die schlechte. Die mit dem Wal. Beide sind nicht gut. Mit der einen kannst du wenigstens einfärben. Nettie, jetzt musst du, was ist das Problem? Jetzt musst du mich mit Randoms. Ja, jetzt auf die Random Carry. Das kann ja was werden. Ja, beide sind vielleicht nicht gut, aber eines besser als die andere. Aber ich muss sagen, am Ende, ja, ich meine für Turf War reicht's. Aber ja, ich hab die mit dem Delfin. Hammer. Aber ich glaube, die habe ich sogar fast auf 4 Sterne. Schon Randoms. Warum habe ich manchmal das Gefühl, ich spiele immer, wenn ich mit Randoms spiele, sind die Randoms dann Schwitzer, wenn sie im Gegnerteam sind. Aber wenn sie in meinem Team sind, habe ich das Gefühl, sind es genau immer die. Oh Mann. Nimm diese Energy-Dose. Randoms, ich schaff das. Ich habe ja schon 600 Punkte eingefärbt mit der Waffe. Hey, ich auch. Ja, wieso kann ich auf einmal einfärben mit Waffen? Mann, ich hat er dir das Schild auf den Kopf geworfen? Nee, die Gelden hat mich wirklich getötet. Okay. Das sah einfach aus, als hättest du den auf den Kopf gehauen. Aber Lausi treffe ich. Damit bin ich glücklich. Da ist noch wer mit dem Blaster. Wer war das? Die Gerte? Baby? Komm schon, Randoms. Ich glaube an euch. Randoms, ne, achso. Ah, ich wollte das machen, was ich am besten kann. Einfärben. Hier kann man damit auch, ja, ist halt. Also ich muss sagen, für eine Waffe zum Killen hätte ich lieber auch eine andere Waffe, aber... Was? Nice. Ich glaube, der Wal am Schluss hat es noch gerissen. Ja, es ist irgendwer durchgebrochen. Ah, guten Hunger, dann lass es schmecken. Er ist vorher ja doch wieder dabei. Sowas zum Beispiel ist dann, glaube ich, seht ihr genau, das ist dann so, ne? Dann hat keiner, ne, ist jetzt einfach wieder nochmal dazugekommen. Das ist so nervig wie Bronja gestern. Ja, das ist so ein bisschen genau das meine ich. So, man hätte ja sagen können, hey, ne, ist das in Ordnung, wenn sie mitspielt? Und dann, ne, dann wüsste ich, okay, passt und dann easy. Jetzt sind doch einfach da Personen reingekommen. Heißt jetzt zum Beispiel, das zeigt schon keinen sympathischen Charakter. Tschüss, Manny. Und das wird dann tschüss, Lausi. Uncool, wenn die Person schon anstrengend ist, dann wird ja nicht besser, ne?
Aber gut, machen wir das so. Wenn es anstrengend wird, weiß ich, wen ich ja dann löschen muss. Dann muss ich das halt so machen. Ich meine, stört jetzt nicht, wenn es drin ist. Aber, ne, Feuer hält. Aber ihr haltet die Hand ins Feuer. So machen wir das. Ah, danke schön, Partner. Ach, die Kölnbombe. Deswegen sage ich, die Leute, die von meiner Liste kommen, entweder sie sollen raus oder in den Stream kommen. Dann kannst du wieder kommunizieren mit denen. Ja, ist ja auch nicht so ein bisschen, ne? Ich finde ja, glaube ich, immer so ein bisschen, ich sag ja immer ein bisschen, einfach, ja, ich meine, es muss ja auch nicht im Stream sein, wie gesagt. Aber einfach so ein kurzes, ey, ist das okay, wenn die Person mitspielt? Das passt ja auch. Oh lol, oh, ich bin gar nicht gestorben. Sorry, Lausi. Ich glaube, ich bleib einfach hinten, ne? Ihr macht das vorne, ne? Ich guck einfach, wer kommen möchte. Wie zum Beispiel der Lausi. Ja, nun guck mal, muss ich auch nicht drauf aufpassen. Hup. Gib mir die 1000 Punkte und ich verschwinde. Ja, 500 reichen doch. Lausi ist so auf mich zugerollt. Ich glaube, Lausi wollte das noch. Ich glaube, ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen mit dem für 4 Sterne. Ja. Ein bisschen muss ich noch. Ich mag die Map hier viel lieber als Mahi Mahi. Ja, da kann man nicht ins Wasser fallen. Also theoretisch geht das auch, aber ich finde die einfach viel schöner, ey. Fun Fact, ich habe Haribo gar nicht ganz belogen. In der Tat habe ich, als ich die Privatmatches mit Haribo gemacht, um die Dingens aufzunehmen, für das Clip-Video, habe ich ihm gesagt, das ist für ein Ranking. In der Tat habe ich die Maps auch, also es ist ein Map-Ranking. Ich habe, glaube ich, einfach anhand der Reihenfolge, ja, deswegen kam die beste Map am Ende. Das war die beste. Wenn du das nicht weißt, hier... Ist mir das Herz, ey. Der Manta Maria natürlich, ey. Warum warum mache ich das eigentlich so, ey? Manta Mario. Mensch, Haribo. Ganze Zeit auf das Video gewartet. Ja, guck mal, und jetzt hast du's. Nur nicht so wie gedacht. Wer sagt in meinem Team? Panda, Noemi, okay. Ja, Panda ist tot. Dann, ich bleib einfach zurück, sodass Panda mal zu mir springen kann. Das ist nicht Panda, aber... Ich hab den Ball gezündet! Mehr bitte. Oh, geht doch, ey. Da wollte mich jemand hier ärgern.
Oh, das hat mich selbst überrascht. Ja, ich hatte irgendwann Angst, dass Panda von hinten kommt. Ach komm, hier, da. Falls ihr doch kaputt geht, könnt ihr direkt wieder spawnen. Ich bleib einfach mal hinten, ihr macht das schon. Das wirkt null komisch. Wollen wir Manny nicht eindeutig bei Val bleiben, ne? Ja, weil ich immer wieder wechsle. Ja. Weil ihr es mir ausreden wollt, dass das ein Val ist. Oh, schnell gegessen. Okay, Noemi, Ligarette. Panda war gerade eigentlich sehr häufig in meinem Team und hat mich durchgezogen. Das ist jetzt dein Job. Darfst du schon. Wir hatten einen Assist bekommen. Ich nicht. Naomi, du sollst nicht baden gehen. Ich werfe euch mal mit einer Energy hin. Guck mal, wie schadenfroh Lausi ist. Guck mal, dadurch verliert bestimmt Lausi gleich Weltenschutz von Naomi. Dann geht Naomi. Was machst du nicht? Da geht Naomi. Ich selber in Tötungsmodus. Ach, alles gut. Ist doch eh schon. Guck mal, ich hab die vor Panda. Nee, Ligerte gerettet. Ligerett! Da steht Ligerte. Keine Ahnung, nichts früher. Ich muss mich konzentrieren. Ich muss mich durchziehen. Ganz jetzt nicht. Geh töten. Einer von uns beiden muss das machen. Ich glaube, das Buja war so ein Es ist okay, wie du mich nennst. Mach dir keinen Stress. Nimm das genauso auf. Das sollte dieses Buja aussagen. Ah! War gerade friedlich am Einfärben. Warum ist gar kein Bild da? Mir fehlt halt immer nur ein Kill oder ein Schild. Wer versteckt sich da oben? Das kann nur Manny sein, oder? Immerhin treffe ich nicht. Hey, wir waren da in unserer Basis. Verrückte Welt. Irgendwer ist durchgebrochen. Warum hat er einen. Wer hat denn da einen Pinguin? Hat einen Fahrradhelm auf. Bam. Okay, die Gerät. You can do it.
Ach, Ivan. Ah! Hm. Ich färb da links ein. Ah! Hallo! Bleib stehen, Nami! Team, nutzt diese Energies. Oh, Bazooka. Oha, krass. Ich bin überrascht von meinem Treffer. Nein, ich wollte einfach nur einen färben. Aber ein Doppler hatte in Splatoon 2, glaube ich, Raketen auch, ne? Irgendein Doppler, meine ich, hatte Raketen. Nein! Oh Mann, ich dachte, ich komme in Stealth-Modus rüber. Ich weiß auch nicht mehr, welches. Ah, Ticket holen und telefonieren. Okay, I see, I see. Schade. Ich hätte vielleicht einen Ticken später rübergehen sollen, ey. So, Noemi, du machst das schon. Ich bin hinter dir, weit hinter dir, aber ich bin hinter dir. Wieder zwei Sniper im Team, ey. Aber ich glaube, der Sniper ist gut, das macht mich glücklich. Weil ich bin's nicht. Oh, ich kann einfärben. Oh oh.
Boah, ich komme mit der Sniper einfach so furchtbar schlecht vor, ey. Das ist, aber gut, ich sehe gerade, drei sind kaputt gegangen. Ich kann echt die Chance einfach nutzen, hier einzufärben, ey. Aber nur mir. Aha, schade. Ah, nein, wir haben. Oh nein. Ah, ja, dann bin ich jetzt tot. Ich glaube, so lange. Ja, weiß nicht, ob das noch was gebracht hat, aber. Shit. Wobei? Hey, das sieht gut aus. Nice! Okay, cool, krass. Das war eine unerwartete Wendung. Bam, bam. Apropos, oha. Also Foxy, für dich schon mal, damit du es weißt, ich spiele gerade den Snipe Rider. Ich kann das nicht. Ich muss alles geben. Den Elite Audio holen. Hm? Den anderen Sniper jagen. Den Legate spielt. Oh. Wie war das mit. Oh, wenn Legate Main Sniper ist und jetzt hier mit Sniper reinkommt. Ich hab's doch gerade noch gesagt. Ich hab's vorher gesagt. Bei Panda schon, ne? Legate weiß Bescheid. Wenn jetzt hier, wenn ich jetzt die ganze Zeit weggesnipert werde. Komm schon, Leute, ihr schafft das. Naja, ich hab's vorhin schon gesagt. Naja, ich glaube, dafür gehe ich gleich echt gerne dann aus der Lobby. Tut mir leid, ich hab's gesagt. Ich find's anstrengend. Ich hab gesagt, wenn ich nur weggesnipert werde von Sniper-Profis, dann macht mir halt Kletto keinen Spaß. Randoms gehen irgendwann. Aber na, finde ich halt nicht cool. Bis Bogen, gerade Sniper. Übrigens. Achso, deswegen wurde ich dachte, du bist Sniper Main. War das nicht sogar letztens irgendwie? Ich meine nicht, dass es besser macht, aber. Naja, Marco, ich guck gleich mal. Mal gucken. Ja, stimmt, ist das Dispatch, Bogen-Badge auch drin, ne? Fand's nicht schlimm.
Ich hätte die ganzen, ja, das ist normal. Das ist normal. Also, da muss man sich, glaube ich, so ein bisschen, ich kenne das auch. Doppler hier zu spielen, ist semi-lustig. Ich wollte da dort nur einen Energy Drink. Oh, wie doof bin ich? Oh Mann, da war eine Bananenschale, ey. Ganz sicher. Bin auch ins Wasser gedasht. Wenn es nass ist, ist es halt rutschig. Man soll ja nicht rennen. Oh, ich habe einen erwischt. Den hätte ich auch noch erwischt. Bin ich mir ganz sicher. Wir sind da oben. Nee, da hau ich lieber ab. Ich will lieber in meinem sicheren Spot bleiben hier. Oh! Hätte ich fast übersehen, aber ich glaube, du hast nicht dezent voran. Oh, warum kann ich nicht treffen? Ich hau einfach. So. Ah, den hat mich ein bisschen getroffen. Mal, als ob ich das nicht dagegen hauen kann. Geht doch. Eins ab! Oh, geht doch, mein Ablenk. Wenn ich dich töten kann, lenke ich es nur ab. Ich habe auf Lausi vertraut, aber Lausi ist mit der gerollt. Das sieht nicht gut aus. KD. Okay. Und dann beim nächsten Mal eine andere Main zu nehmen. So vielleicht von Waffe zu Waffe hochgrinden, sodass ich vielleicht so langsam die mal ein bisschen abbaue. In einem Team. Oha. Ja, dann let's go. Ich meine, wenn ich Main-Waffe spiele, dann ist es, glaube ich, auch nochmal ein bisschen anders vielleicht. Wenn ich irgendwie eine Waffe hätte, die ich auch dauerhaft spiele, dann ist das, glaube ich, nochmal eine andere Ebene. Und so habe ich nur eine Waffe, die ich zwar, ja, weiß ich nicht, manchmal mehr, manchmal weniger kann. Also mit Main-Waffe, dann wäre das schon mal schon ein gutes Ding, ey. Wenn ich dann so... So wie Naomi halt, ne? Ich schnapp mir eine Main-Waffe bis auf 5 Sterne und dann schnapp ich mir eine nächste neue Main-Waffe, die ich lerne. Willst du dir hinspringen, Matti? Mach doch. Ich hoffe, du hast Death-Chance ein bisschen. Nein.
Nein, die Boja. Ah. Guck mal, dass ich wieder Abstand kann. Kannst du nochmal springen? Ah, wobei, ich würde nicht springen. Nee, hab ich jetzt auch nicht. Ah, ich hab hier ein Energy. Ich kam nicht aus der Tinte raus. Sehr gut. Ah, schade. Ich dachte, du kriegst. Ja, war schon oben. Oh, einer mich. Na. Bombe. Achso, war es gar nicht du. Ja, der kann aber noch gut aussehen. Könnte noch nett aussehen. Nein. Schade. Ah ja. Also vielleicht so ein bisschen eher sollte man schon sein, aber jetzt so halbe Stunde eher, jetzt nicht so eine Viertelstunde vielleicht. Ja, falls man noch was bequatschen möchte. Ja, normalerweise trainiert man ja dann ja auch nicht. Man hat ja erst einfach so einen Termin und dann fängt man vielleicht auch erst später an. Ne? Ich weiß ja nicht, wie ihr das macht, aber so wäre das halt. Ne? Man fängt und dann los und davor ist man so, weiß nicht, ein bisschen besprechen. Ich hab eine Vorbildrolle. Ja, aber nicht 35 Minuten früher. Keine Ahnung, was sollst du denn da so lange machen? Also ich finde pünktlich sein ja, so eine Viertelstunde vielleicht eher, aber eine 35 Minuten eher jetzt nicht unbedingt. Mein, du hast ja auch noch ein Privatleben. Ah, ich komme nicht weg. Wow. Haben Auge. Na, da müssen Raketen. Aufpassen.
Einfach einfärben, ey. Ah, oh, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Und Foxy, dir einen schönen Abend, schön, dass du mitgespielt hast. Bis zum nächsten Mal. Und viel Erfolg beim Üben, ne? Und bei eurer Trainingssession. Alright. Let's do it. Ah, sieht dann eine schöne Waffenaufteilung aus, ne? Mal so ein bisschen vernünftig hier, ey. Ah, geh weg! Hey. Das geht doch. Okay, der hat zwei mitgenommen, ey. Wo versteckt sich Naomi? Da. Mein Energy Drink ist vielleicht nicht so bedrohlich wie dein Detektor, aber ich werfe ihn trotzdem nach vorne. Um ein klares Zeichen zu setzen. Würde ich jetzt nicht hin. Aber gut, hat ja geklappt. Pass. Ah, oh, ich treffe nicht. Ah, komm. Ah, na gut. Ein trauriger Kamikaze-Akt. At least I tried. Kann ich das schon mal starten? Oha, in einem Team, oh, sehr schön. Ich bleib erstmal zurück und fährt mal ein.
Wir haben da die ganze Zeit Buja. Das war traurig. Nein, nur eben, es gibt keine Energies. Die sind ins Wasser gefallen. Oh Mann. Ja, ich hasse diese Map. Mann, warum fahre ich denn runter, ey? Warum sagt er denn die ganze Zeit Buja? Was ist denn los mit dem, ey? Hat er nichts zu tun oder was? Vielleicht ist das so einer, der mal Buja sagt zum Anfang und keiner Buja hat ihn zurück. So, und jetzt sagt er die ganze Zeit Buja in der Hoffnung, irgendwann antwortet einer. Mann. Oh shit, oh shit. Okay, du hast nicht hell nach geopfert, Nomi. Das war sehr nett von dir. Ich wünschte, dein Opfer würde. Oh shit. Ich würde dein Opfer in Ehren halten. Oha, dass ich das gekriegt habe, ey. Das war ein reines Versehen, ey. Egal. Aber sieht gut aus. Aber nicht gut genug. Das ist belastend. Schade. Kennt vielleicht halt nicht. Habe ich auch verstanden. Ja, ja, ja. Du hast den sogar ins Wasser fallen sehen. Ich wünschte, du hättest es nicht gesehen. Das ist belastend. Das ist traurig. Erstmal den Blast besetzt. Aber das habe ich gar nicht gesehen, zu welcher Waffe Naomi gewechselt hat. Also Blaster schon mal nicht. Ich würde jetzt auf Sniper-Tipp, wenn Naomi schon gesehen hat. Aber vielleicht auch einfach. Okay, Doppler nicht. Dann bleibt ja nur noch Feines Perser, hat vorhin gespielt. Oder der Sniper. Bei meinem Team nicht, ne? Okay, Naomi ist verfeindet. Oder ist raus. Das kann natürlich auch sein.
doch da, Naomi. Dann der feine Spencer, okay. Schade, schade. Ja, da ist Puma, okay. Und Puma Auge, dankeschön für dein Follow, herzlich willkommen, was geht? Oh, Booyah-Bombe. Oh, es lebt sogar. Oha, okay, krass. Ich habe keine Ahnung, wer da so abging, aber nice one. Da habe ich übrigens auch meine Booyahs ins Wasser geschmissen, belastend. Na, es ist auf Mahi Mahi sehr cool, ne? Wenn man so seine ganzen Specials ins Wasser wirft. Der ist richtig cool, ey. Nice! Oh, das ist doch ein schönes letztes Match nochmal. In einem Team. Also nur irgendwie, weiß Bescheid. Zerstören! Natürlich Mahi Mahi, ey. Auf dem Brunnen wäre cooler gewesen, aber. Den Quellen. Oha, dass ich getroffen habe, krass. Oha, ich hüpfe weg. Oh, naja, immer nicht ins Wasser gefallen. Ah, es war zu greedy. Ich habe gesehen, der kommt da gerade mit Raketen an. Da will ich ganz schnell im Nahkampf, ey. Ich habe einmal getroffen, aber ich glaube, das reicht nicht, ne? Oh, ich ziehe mich mal zurück. Ah, weg, weg, weg. Da versteckt sich doch irgendwer rechts. Energies. Oh, Wildbot. Oha, das war nice. Hätte es einfach was eine Chefierer-Lobby aufmachen sollen. Hätte ich machen müssen, wenn die Lobby zusammengebrochen wäre. Dann hätte ich das machen müssen. Ich glaube, Silja, du hast falsche Person begrüßt.